Hallo, liebe Freunde der Zahltagsstrategie, da bin ich wieder, Nils Gajowi. Eine Mail habe ich bekommen zu den letzten Videos. Da schreibt mir ein Zuschauer, warum sprichst du in den letzten Videos über das Aufwärtspotenzial von Aktien, wenn dir doch der Aktienkurs angeblich egal ist? Gute Frage und zunächst einmal Asche auf mein Haupt. Ich habe tatsächlich von Aufwärtspotenzial gesprochen und habe ja auch immer entsprechend darauf hingewiesen, dass diese Aktien wenigstens 25% Aufwärtspotenzial haben. Was ich vielleicht hätte dezidierter darstellen sollen, hier geht es nicht um erwartete Kursgewinne. Hier geht es darum, dass diese Aktien ein Aufwärtspotenzial haben, weil der innere Wert der Aktie, der ermittelt wird auf der Basis des Gewinnwachstums, eben deutlich über dem liegt, was man im Augenblick für die Aktie als Aktienkurs bezahlen muss. Es geht also, um wieder mal das Orakel aus Omaha zu zitieren, darum, dass ich hier Aktien vor mir hatte, wo ich den berühmten Dollar für 50, 60 oder 70 Cent kaufen konnte. Das war hier mit dem Aufwärtspotenzial gemeint. Ist das jetzt wichtig? Nun, es ist einer der zentralen Gedanken von Benjamin Graham in seinem Buch Intelligent Investieren. Wer das ganze dicke Buch nicht lesen will, dem empfehle ich auf jeden Fall zwei Kapitel, Kapitel 8 und Kapitel 20. Und im Kapitel 20 geht es um die Sicherheitsspanne oder die Margin of Safety, wie es im Amerikanischen so schön heißt. Was passieren kann, wenn man nämlich keine Margin of Safety hat oder keine Sicherheitsspanne, wenn man einfach zu teuer einkauft, das sehen wir an einer Aktie, die mich im Augenblick wahnsinnig ärgert. Warum? Weil ich sie nicht habe. Es ist eines der besten Unternehmen, die im Augenblick auf dem Planeten unterwegs sind. Ich rede von Microsoft. Die Aktie hat gerade wieder einen Sprung nach oben gemacht, deutlich über 100 Dollar, hat fantastische Quartalsergebnisse vorgelegt. Ja, und ich ärgere mich, denn ich habe sie nicht. Was aber passieren kann, wenn man die Aktie zum falschen Zeitpunkt kauft, das kann sie uns am besten selbst erzählen. Ich habe hier mal die Grafik mitgebracht vom Fastgraph vom Jahre 1999 bis heute. Was man sieht an der roten Linie, man hätte 1999 Silvester die Aktie kaufen können und man hätte bis zum Oktober 2016 mit der Aktie eine lächerliche jährliche Rendite von 1% erwirtschaftet, ganz einfach, weil man sie zu einem Zeitpunkt erworben hat, wo sie eindeutig überbewertet war. Sie war also zu teuer. Und die wichtigste Aufgabe von Kapitalallokatoren ist es ja, das Kapital zu schützen und es so anzulegen, dass es den höchstmöglichen Ertrag bringt. Hier stehen wir also immer im Wettbewerb mit allen anderen Anlageformen, beispielsweise auch mit den Staatsanleihen. Und in der Zeit von 1999 bis 2016 hätte man wahrscheinlich mit Anleihen mehr verdient, als wenn man eben eine Microsoft zum Preis von 1999 gekauft hätte. Wie sieht das nun im Augenblick aus? Wenn man die Microsoft heute kaufen würde, dann hätte man ein Abwärtspotenzial bis zu 70 Dollar. Das heißt, bei 70 Dollar ist der faire Wert der Aktie, wenn man es berechnet, aufs Ende des Geschäftsjahres 2020. Hier geht es nicht um Kursprognosen, das will ich noch einmal sagen. Und ich will auch nicht sagen, dass die Aktie bis auf 70 Dollar fallen muss. Ich will nur ganz einfach sagen, sie ist mindestens ein Drittel teurer, als sie im Augenblick wert ist. Und das ist das ganze Problem dabei. Wenn ich eben Risiko klein halten will, dann ist es besser, eine Aktie nach dem Crash zu kaufen, als vor dem Crash. Ganz klar, wer das einmal erlebt hat, der wird mir beipflichten. Also, wenn man eine Microsoft im Augenblick nicht kauft, bedeutet das, dass man gut auf sein Geld aufpasst. Ich werde in einem der nächsten Videos mal ein paar Aktien vorstellen, die mich in dieser Hinsicht immer wieder wahnsinnig ärgern, damit das Konzept der Sicherheitsmarge noch etwas transparenter wird und verständlicher wird. Also passen wir bis dahin auf unser Geld auf, passen wir auf, dass wir nicht zu viel bezahlen für die Unternehmen, die wir kaufen. Und ich freue mich auf eure Kommentare, wie immer Fragen, Hinweise, Kritiken unter diesem Video. Tschüss, euer Nils Gajowi.